Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal auf einer Rettungsmission unterwegs und zwar werden wir versuchen, Charlie endlich in Fortnite zu retten. Für die Leute, die das noch gar nicht mitbekommen haben, seit Anfang von Kapitel 5 ist unser Freund Charlie einfach entführt worden. Und zwar von der bösen Organisation, deren Namen ich irgendwie vergessen habe. Aber egal, Leute, wir werden uns heute um die Story kümmern. Wir werden alle möglichen Aufgaben machen und am Ende Charlie befreien. Here we go. Digga, was ist denn mit dir los, Mann? Ich glaube, der versucht auch Agent Petey zu befreien. Er versucht einfach im Naruto-Move nach vorne zu kommen. Also ich würde mal ganz ehrlich sagen, bei einem Skin-Contest würde ich dich, glaube ich, weiterlassen. Du siehst irgendwie hässlich aus, aber irgendwie bist du witzig. Okay, Ladies and Gentlemen, wir machen uns jetzt an die Rettungsmission von Agent Peely, wenn wir auf die Aufträge gucken. Dann sehen wir hier die Abteilung vom Himmel geholt. Bekämpfen wir die hohe Gesellschaft, um Charlie zu retten. Und wir haben hier auch schon Aufgaben und die werden wir direkt mal angehen. Das Krasse ist nämlich, diese Organisation, die Charlie entführt hat, das ist einfach die hohe Gesellschaft. Und das ist nichts anderes als diese 5 Bosse mit den Medaillons. Und ich weiß nicht, warum die auf den draufgegangen sind, Mann. Krass ist, in dieser Runde haben wir auf jeden Fall verschiedenste Aufgaben hier. Wir müssen einmal Tresore öffnen. 0 von 3 aktuell, das heißt, wir müssen 3 Bosse besiegen. Unter anderem auch Nisha. Und wir werden gleich den Weg abgehen, den wahrscheinlich Peely gemacht hat. Und dazu noch Eroberungspunkte gleich aufsuchen. Was ist das hier eigentlich? Das müssen wir eigentlich auch mitnehmen, oder nicht? Eliminiere hohe Gesellschaftsgegner. Sensor platzieren. Das machen wir als erstes. Platziere Sensoren nahe Standorten der hohen Gesellschaft, um Informationen zu Charlies Aufenthalt zu bekommen. Okay, ist vielleicht auch nicht so verkehrt, ne? Also laut Hören und Sagen, die Geschichte ist nicht 100%. Es kann auch sein, dass es da ein paar Lücken gibt, aber soweit habe ich das verstanden. Ist dieser Typ hier, dieser Montague oder wie der auch immer heißt, hingegangen und hat Charlie als erstes entführt. Dieser kleine Sackmann. Und der hat den guten Charlie dann. Da können wir mal ganz kurz hinfahren, falls es hier ein Auto gibt. Einfach zu diesem Außenposten gebracht. Und ihn dann gezwungen, dass er Aussagen machen sollte. Der sollte einfach gegen Jones Aussagen, Mann. Und zwar ist das Ganze einfach hier oben. Da hat er hingebracht, in dieses Hotel hier. Was voll dumm ist einfach, weil die hier auch diese Plakate aufgehangen haben. So, macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Auf jeden Fall war der hier drin. Und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Meine neueste Theorie ist irgendwie, dass der nicht aufs Klo gelassen wurde. Und deswegen das aus dem rausgekommen ist. Keine Ahnung, ob das Ganze stimmt, aber ist auf jeden Fall eine heiße Theorie, glaube ich. Der ist auf jeden Fall dann weiterverfrachtet worden. Und sobald wir diesen Typen hier gleich down haben, den Tresor eingenommen haben, werde ich euch auch zeigen, wo der hingebracht worden ist. Ich sag euch, diese Story ist einfach nur crazy, Mann. Es gibt auch so ein paar Wallpaper und Arts und auch Loading Screens, die uns bei der ganzen Sache auch ein bisschen helfen. Aber wir müssen jetzt erstmal diesen Typen hier ausschalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der ist der Ursprung. Übrigens den Kompass dabei, damit mich keiner aufhalten kann. Ey, wisst ihr was, ein Double Pump mit. Digga, dagegen hat der doch gar keine Chance. Guck dir das mal an. Das ist die Rache jetzt für Peely, Alter. Was schaltest du dir da aus? Du spinnst ja wohl. Tschüss. Ich glaube, das ist die Meta einfach gegen Boss. Du hast einfach voll viele Pumpguns dabei. Oh Gott, sind hier viele. Ich muss da ganz kurz nachladen. Der sieht es gerade irgendwie noch nicht so gut. Er fällt einfach runter. So, du hältst jetzt den Rand, Junge. Das hast du jetzt davon. Lass unseren Peely in Ruhe. So, Waffe haben wir dabei. Der ist ausgeschaltet worden. Jetzt müssen wir nur noch in den Tresor reingehen. Ist auch egal, ob wir da, glaube ich, Sachen mitnehmen oder nicht. Wir müssen den nur einmal aufmachen. Da stehen übrigens auch Texte dabei, warum das Ganze ist. Wir gucken uns das nochmal an. Und zwar steht hier dabei, weil er schreibt hier, falls Charlie in einem Tresor ist, hoffe ich, dass da ein Fenster gekippt ist. Also Agent Jones arbeitet hier im Hintergrund und der checkt die Tresore ab, ob Charlie drin ist. Ich kann euch hier schon mal sagen, hier ist auf jeden Fall schon mal nicht drin. Das hier nehmen wir noch mit. Ich muss aber jetzt ganz schnell weiter. Wir haben sehr, sehr wenig Zeit, leider. Das heißt, ich kann die Sachen hier nicht mal upgraden. Deswegen habe ich auch so viel Gold am Start. Okay, ich bin fast blanko, sehe ich gerade. Irgendwie geht es mir doch nicht so gut. So, schnell voll machen und abhauen. Erster Tresor fertig. Sensor ist aufgestellt. Lass mich doch mal gehen, Leute. Ich habe voll die Schimmelwaffen dabei, aber ist egal. Schade, dass sein Kopf immer noch rausguckt. Wir gehen weiter. Und zwar ist er dann weiter verfrachtet worden. Ich weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen aufgemuckt hat oder so, der gute Charlie. Auf jeden Fall gibt es dann ein Wallpaper, das unter anderem zeigt, dass der gute Oscar ihn einfach da hatte. Da werden wir jetzt gleich auch hin. Ist auch voll crazy, ne? Es gibt auch irgendwie eine Kampfszene, wo der gute Jones dann einfach bei dem Gebiet von Oscar ist. Und er kämpft dann gegen diese Valeria. Das ist ja die, die bei der Grand Station hier aktiv ist. Voll crazy. Ich glaube, der hat die sogar besiegt und einfach umgelegt. Also Agent Jones versteht keinen Spaß, wenn die Banane weg ist. Sage ich euch, wie es ist. Und ich glaube, in der Zeit, wo das Ganze eskaliert ist, ist der gute Charlie dann einfach weiterverfrachtet worden. Also die spielen so ein bisschen Katz und Maus mit ihm, weil die einfach verhindern wollten, dass der gute Jones den Charlie am Ende rettet. Wieso fahrst du schlecht heute, Mann? Was kannst du eigentlich? Werden wir es schaffen, in nur einer einzigen Runde den guten Charlie zu retten? Ey, ich hoffe, dass das klappen wird, Mann. Ich hab so Bock drauf.
Das gibt's einfach nicht. Oder ist einer? Hey, Kumpel. Was machen Sachen? Tja, das war ja richtig einfach. So, schnell zum guten alten Oscar. Da gibt's übrigens auch Loading-Screens zu, die zeigen, dass er wirklich gefesselt worden ist und hinter ihm ist. Gibt da anscheinend auch irgendwelche Telefonate zwischen Jones und dem guten Oscar. Wobei ich glaube, der zieht hier nicht die Fäden, Mann. Der ist nur so handelnde Person. Die Bosse sind ja Valeria und der gute... Ich kann ihn nicht aussprechen. Montag? Keine Ahnung, wie der heißt. Oh, mein Freund. Wird Zeit, dass du einen Abgang machst. Erkennst du mich wieder? Ich bin's. Agent Peely, Mann. Oh, der hat ja gar keine Chance. Guck dir das an. Der kriegt jetzt richtig ein paar auf die Nase, ey. Das hast du, Tiger, davon. So, den haben wir jetzt geweckt. Der ist tot. Nehmen wir das hier auf jeden Fall noch mit. Das nehmen wir auch mit. Wir müssen mal ganz kurz in den Tresor. Auch hier werden wir wieder nachschauen, ob der gute Jones hier vielleicht Erkenntnisse sammeln kann, ob Peely hier drin ist. Aber wahrscheinlich ist er wieder am letzten drin, ne? Da steht's auch. Öffnen Tresore der hohen Gesellschaft. Das machen wir jetzt auch. Du hältst deinen Bubble. Wir können eigentlich schon weiterziehen. Aber warte mal, ich will selber gucken, ob der hier drin ist. Nö, sieht nicht so aus. Aber ist ja an sich erstmal eine ganz gute Theorie gewesen, ob der hier drin ist. Hätte ja durchaus sein können. Also ich habe es ja gerade schon gesagt. Hier hat es einen Big Baba Bobo Fight gegeben. Ich werde den nochmal kurz einblenden, diese Bilder einfach. Das ist so crazy einfach. Boah, der ist leider hier auch weggeschafft worden. Warte mal, hier ist doch noch eine Aufgabe, oder? Hä, gab es hier nicht auch den Sensor? Doch, hier ist er. So, den platzieren wir auch nochmal ganz schnell. Dann kriegen wir auch nochmal ein paar HP. Ist allerdings nicht so wichtig jetzt gerade. Wir machen uns nochmal full. Wir müssen jetzt zum nächsten Standort und der ist ein bisschen weiter weg. Jetzt kommen wir in die finale Ecke, Leute. Ey, das ist so wild, ne? Wir müssen im Verlauf der Runde aber jetzt noch irgendwas erobern hier. Das ist noch wichtig. Oh, hier ist einer. Was willst du denn, Mann? Junge, ich verstehe echt keinen Spaß in dieser Runde, ne? Normalerweise, du kannst echt gerne ankommen und wir flachsen ein bisschen. Aber heute bin ich wirklich geladen, Alter. Kann man den Charlie führen? Aus dem Weg, Junge! Hast du Charlie führt oder was? Oh, der ist doch... ziemlich aggressiv gerade, muss man sagen. Oha. Weiß nicht, ob ich das überleben werde. Stand jetzt. Was? Nein, ich wurde weggesniped. Wir sind gleich wieder für sie da. Okay, Leute. Wir sind wieder zurück. Gehen jetzt zum Vergeltungs-Jones, weil der hat uns noch einiges zu sagen. Wartet mal ab. Glaubt mir, ich werde aus gutem Grund nicht Freundschaft-Jones genannt. Der hat eine Information, die ziemlich wichtig ist. Ich bin echt gespannt drauf. Mal gucken, ob er wechselt. Da ist es. Die haben sich Charlie wegen meiner Vorgeschichte geschnappt. Ich sollte nach ihrer Pfeife tanzen. Das heißt, Charlie ist nur entführt worden am Ende des Tages, um Jones einen reinzuwürgen. Er sagt mit irgendeinem Text ja auch noch, dass die beste Freunde einfach sind. Das ist echt crazy Swayze. Der will uns auf jeden Fall jetzt die Waffen geben, die wir brauchen, um Nisha gleich auszuschalten. Und danach müssen wir nur noch so eine Vorratskiste einnehmen. Und dann müsste der gute alte Charlie einfach befreit sein. Gib mal eine Pumpgun jetzt her, was ist los? Guckt der so komisch? Hallo, das sind beide Waffen. Ich habe die hier gelagert, Junge. Okay, es geht los. Guck nochmal nach. Nisha ist noch am Leben. Alle noch am Leben. Aber nicht mehr lange. Wir werden uns drum kümmern. So, das nehmen wir auch mit. Ein bisschen Heilung wäre gut gewesen. Ich glaube, der hat sogar Fuffi gedroppt, aber ich weiß nicht mehr genau. Okay, Leute. Nächste Aufgabe. Wir müssen die hohe Gesellschaft ablenken, damit Jones irgendwie Charlie finden und da rausholen kann. Scheinbar. Auf jeden Fall müssen wir jetzt für Ablenkung sorgen. Das heißt, wir müssen entweder was einnehmen, paar Leute ausschalten oder Vorratslieferungen holen. Wir werden jetzt allerdings hingehen und holen uns dieses Teil mit der Sturmvorhersage. Und das lenkt anscheinend diese hohe Gesellschaft richtig ab. Ich auch, Eminem? Ohne Scheiß, ne? Das kannst du keinem erzählen. Wenn ich die Backen halte, ich spiele einfach so viel besser. Zum Kuckuck. Okay, bringt gerade auch nichts. Tanguru, chill doch mal gerade. Die Vorratslieferung ist jetzt auch da. Ich mach das hier, glaube ich, trotzdem gerade. Ich eliminiere die kurz. Und dann gehen wir auf jeden Fall zu Nisha. Weil Nisha ist, glaube ich, diejenige, die jetzt einfach Charlie gefangen hält. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil Peter Griffin zum Beispiel, der gehört ja gar nicht zu dieser Story dazu. Der ist ja nur drin. Ja, um die Verkaufszahl ein bisschen nach oben zu drücken, ne? Boah, da vorne sind sie. Happy Birthday, sagt er immer. Jetzt nicht mehr. Das hätten drei werden können. Das wäre nur zwei geworden. So, jetzt müssen wir einfach nur hingehen, diese Keycard hier benutzen. Wo auch immer die ist. Da vorne ist sie. Ach, ich vermisse diese Keycards irgendwie ein bisschen, damit mit Medaillons halt irgendwie nochmal was Neues. Ich vermisse diese Keycards irgendwie ein bisschen, aber ich muss sagen, mit Medaillons ist auch geil. So, diese Aufgabe haben wir auch fertig. Jetzt müssen wir nur noch Nisha ausschalten. Und wenn dann alles gut läuft, Leute,
Werden wir Petey endlich befreit haben? Oh mein Gott, sie ist verschwunden. Ist sie tot? Nein. Sie ist nicht mehr auf der Karte gewesen. Ist es ein Fehler? Oder hat sie jemand zur Strecke gebracht? Was halt ein bisschen komisch ist, weil in Theorie, warum muss ich die jetzt ausschalten? Ich meine, wenn die irgendeiner ausschaltet, dann müsste er auch wieder frei sein. Ich check das Ganze gar nicht, aber wir gucken mal auf den Kompass drauf. Ach Digga, die ist doch nicht wirklich tot, Mann. Irgendeiner hat die wieder zur Strecke gebracht. Ich werd echt behindert, Mann. Ist das euer Ernst? Es ist doch so scheiße, Alter. Oh Gott. Solche Noobs hier gekillt, ja? Alter, willst du mich verarschen? Zusammen, Mann, der ist schon wieder tot. Ich glaub das nicht. Okay, Freunde. Wir greifen jetzt an. Nisha ist der letzte Boss, den wir ausschalten müssen. Ich hätte extra so lange gewartet. Wird die Endzone noch mitnehmen können, aber es leben immer noch für viele Leute. Aber egal, da bist du ja endlich. Es wird Zeit, dass du Charlie freigibst, Mann. Du spinnst ja wohl. Der letzte Boss einfach auf der Fortnite-Karte. Also laut der Story ist das Ganze dann einfach hier zu Nisha geraten. Sie kümmert sich jetzt um den guten Charlie, um den Verbleib auch von Charlie. Beschützt ihn irgendwie. Das ist ja wie ein bisschen komisch. Sie beschützt ihn eigentlich nicht, ne? Sie hält ihn halt gefangen. Aber sie beschützt ihn vor Jones, könnte man irgendwie sagen. Das ist umgekehrtes Spielchen. Du rückst ihn jetzt auf jeden Fall raus, Mann. Damit er wieder gehen kann, der Arme. Mir geht's ja gar nicht gut. Ich glaube, wir haben gleich 30 Sekunden noch. Da müssen wir auf jeden Fall noch einen Tresor rein. Und mal gucken, ob der noch im Tresor drin ist. So, sie ist jetzt fast down. Komm schon. Und boom, wir haben es geschafft. Aufgabe erledigt. Warum musst du die eigentlich erledigen? Weiß nicht warum. Aber ich glaube, wir haben die Aufgabe schon abgeschlossen, Leute. Oh mein Gott, wir gehen jetzt trotzdem nach unten. Und ich hoffe, dass der gute alte Charlie hier drin ist. Komm schon. Zeig dich, Bruder. Ich will, dass Jones wieder glücklich ist. Letzter Auftrag fertig. Ihr seht's. Wir haben das Baby hier komplett durch. Hier gibt es nichts mehr zu machen. Wir haben gerade auch schon den Loading Screen bekommen. Der zeigt, dass einfach Petey gerettet worden ist. Und siehe da, ist er hier drin? Ey, hier ist überhaupt keiner. Ist das jetzt das Ende von Fortnite hier gewesen? Euer Ernst? Wir machen alle Aufgaben fertig, dass wir am Ende einfach nur einen Loading Screen kriegen. Okay, das ist schon krass, Mann. Sag ich euch ehrlich, wie es ist, Freunde. Das ist schon krass. Ich habe echt gedacht, dass Agent Petey hier irgendwo drin ist. Aber ich habe mich komplett geirrt. Wollten die das Ding hier nicht reduzieren? Ich habe davon gelesen, dass das 75% weniger Kisten drin sein soll. Ja, es hat ja gut funktioniert, Mann. In meinen beiden Kisten war es auf jeden Fall drin. Ey, das ist ja geisteskrank. Wir haben, glaube ich, keine Aufgaben mehr, ne? Das war's einfach. Wir können uns den Loading Screen ja gleich nochmal angucken, Freunde. Und zwar ist das Ganze bei Fancing Fields hier wirklich zu Ende gegangen. Der gute alte Jones trägt am Ende einfach den geschwächten Petey weg. Der Arm ist einfach Wochen, Monate weg gewesen. Hier geht alles in die Luft, so ein bisschen wie das hier auch passiert ist. Und am Ende ist er einfach gerettet. Aber ich hätte schon irgendwie ein bisschen Hoffnung gehabt, dass der Petey-Boss dann irgendwie auf die Karte oder so kommt. Das wäre doch viel geiler gewesen. Ah, da fährt einer. Welcher hat der denn entführt? Bleib stehen, Junge! Er soll gegen den fahren. Jetzt gibt's Ärger, Junge. Der ist ja richtig geladen. Du kleiner Schabidibu. Tschüss. Verhalten auch noch welche. Vielleicht muss man erst die Runde dafür gewinnen. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt noch die Runde gewinnen müssen, dass dann noch irgendwas passiert. Ist ja immer so. Ich mach das mal eben, Leute, und dann treffen wir uns gleich wieder. Kleine Kill-Compilation. Okay, Leute. Es ist das 1 gegen 1 am Ende. Er ist hinter mir, ne? Jetzt kommt's drauf an. Hey, überlebt er das überhaupt? Warum bist du außerhalb, Junge? Wird Charlie noch irgendwas machen? Ja oder nein? Komm, stirb jetzt einfach. Was bist du denn für einer? Das ist halt voll komisch hier. Okay. Ist hier irgendwas passiert? Ansonsten, wir gehen ganz kurz in die Lobby rein. Und ich bin sehr gespannt drauf. Da ist er. Auftrag abgeschlossen. Charlies große Rettung. Sie hätten diese Banane in Ruhe lassen sollen. Ausrüsten. Das war's. Das ist es, Leute.
Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne kostenlos ein Like und ein Abo da. Tragt gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Charlie ist auf jeden Fall wohlauf, auch wenn er nicht auf der Karte gewesen ist.